Freunde, es ist mal wieder soweit, ein weiterer Part. Ich reagiere auf eure Gaming-Setups. Und das hier ist tatsächlich der letzte Part aus dem Stream. Das heißt, im nächsten Part werdet ihr wieder eine bessere Kameraqualität am Start haben. Wie immer sind alle erwähnten Links unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Setup, wie zum Beispiel einem Setup mit einem ultra krassen PC, einem Racing-Setup und einem Setup extra fürs Radio. Das hört sich doch mal vielversprechend an. Er hat ein AMD Ryzen 7 5800X. Ich habe 3500 oder so, habe ich glaube. Seine Grafikkarte ist AMD Radeon RX 6650 XT und 16 GB Corsair RAM. RAM, Digga. Das triggert mich natürlich, dass der Monitor hier schräg ist. Das geht gar nicht. Boah, er hat hier eine Wasserkühlung. Geil. Aber Bro, du musst noch Windows aktivieren. Ja, ist doch ein cooles Setup. Die Tastatur feiere ich nicht so ganz. Die Maus sieht cool aus, aber würde ich vielleicht noch ein bisschen hier aufräumen, ein bisschen weniger machen. Weniger ist bei Setups meistens immer mehr. Also nicht im PC oder so, aber wenn man seinen Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt hat oder so. Aber kann ich verstehen, dass da nicht jeder Bock drauf hat. Jonathan. Dadurch, dass die Tastatur Rainbow ist, hast du das mit dem Wallpaper richtig gut gelöst, finde ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dir jetzt ein Color Scheme suchen musst oder so. Ich finde das so, wie es ist, gut. Klar, der Tisch oder so, finde ich weiß halt immer cooler, aber es ist alles Geschmackssache, was ich hier sage. Dark Mode müsste vielleicht noch rein. Hier unten, das müsste auf jeden Fall, glaube ich, vermeidbar sein. Hier wahrscheinlich nicht, weil du den Laptop ja immer anschließen musst oder so. Ah, das habe ich mir auch schon mal markiert gehabt, vielleicht für ein Video, weil du hast hier halt eine richtig kranke Wolkendecke, die sieht übelst cool aus. Und hier dieses Lego-Regal, boah, Traum. Ich habe leider fast alles verkauft von meinen Lego-Star-Wars-Sachen. Drei Monitore, cool. Ich glaube, eine Monitorhaltung hier würde übelst krank aussehen. Hier, der Monitor ist ja ein bisschen kleiner. Den würde ich hochkant hinstellen, weil die beiden matchen sehr gut zusammen. Und dann hast du den hier hochkant, dann sieht das alles ein bisschen besser aus, weil so fällt der hier ein bisschen auf. Ja, all in all, die Wolkendecke ist halt richtig krank, auch richtig gut gemacht. Hier oben erstmal Papier dran gemacht. So solltet ihr es auf jeden Fall auch eigentlich immer am besten machen, wenn ihr eure Decke nicht dreckig machen wollt. Erst Papier da oben dran machen und dann mit Sprühkleber die Watte dran. Dann macht ihr auf jeden Fall nichts kaputt an eurer Decke. Felix. Ja, auch cooles Setup. Aber hier eine PlayStation 5 hat er hier am Start. Krank. Ich fühle das immer nicht so, wenn du hier drunter so ein Ding zum Ausfahren hast und da dann die Tastatur und die Maus hast. Aber ich schätze mal so, für Schulaufgaben machen oder so, ist das bestimmt sehr, sehr praktisch. Boris? Hey Jonas, ich feiere deine Videos richtig. Danke, danke. Ich hoffe, dass dir mein Setup gefällt. Ich weiß, dass Kalmensch nicht gerade gut ist. Ich könnte jetzt richtig meckern, aber wenn du, guck mal, wenn du sagst, das Kalmanagement, wenn du es selber einsiehst oder so, dann ist ja okay so. Ich glaube, man sollte halt immer unterscheiden zwischen den Leuten, die ihr Kabelmanagement machen und denen, die es nicht machen. Auf jeden Fall hast du es ein bisschen lau versucht. Sieht halt aus, als wären die Kabel halt alle nicht so lang. Aber wenn das gehen würde, einfach würde ich alle hinterm Fuß hier hinterführen. Dann würde man sofort nichts mehr sehen. Hier hast du richtig geil eine Halterung gefunden. Die LED würde ich hinter Monitor direkt anbringen, weil das fühle ich nicht so, wenn die hier so an der Seite ist. Aber kann natürlich jeder sehen, wie er will. Oh, hast du hier an der Seite diese Philips Hue oder diese Govee-Lampen? Die sehen krass aus. Ja, das sieht komplett krass aus. Die weiße Tastatur, übelst cool. Dann hier, krassester Supporter. Beiden Geräten hier. Aber das geht nicht. Da hat er einfach nicht abonniert. Geht gar nicht. Oh, er hat hier dieses Philips Hue-Ding. Das sieht bestimmt cool aus, wenn das dann so die Wand anleuchtet. Vielleicht größeren Tisch holen, wenn da noch Platz ist. Weil das sieht bisschen alles bisschen eingequetscht aus. Dann schauen wir uns Henrys Setup an. Ist cool, ist cool. Der Bonsai sieht cool aus. Pflanzen einbringen finde ich immer ganz cool in sein Setup. Ja, hier hinterm Tisch die LED sieht natürlich auch richtig cool aus. Hier würde ich noch den Dark Mode auf jeden Fall empfehlen. Der Astronaut sieht auch cool aus. Würde ich da sogar lassen. Oder vielleicht auf den PC stellen, aber. Was hast du hier hinter? Warum ist hier so ein Holzbrett hinter? Aber blöd sieht's nicht aus, also. Auf jeden Fall, das Kabelmanagement ist richtig gut, finde ich. Besser geht's nicht, aber sonst gut. Muss wieder aufgeräumt werden. Und was die Taschentücher hier machen, weiß ich auch nicht. Ist anscheinend erkältet, der Junge. Das Nifter-Mauspad ist geil. Würde ich jedem empfehlen. Ich würde hier vielleicht auch sagen, dass man dafür eine Monitorhalterung oder so bestimmt machen kann. Und wenn dann die Monitorhalterung da ist, dann könntest du auch zum Beispiel auch die Box unter die Monitore legen. Ist bestimmt cooler. Wo ist dein Mikrofon, wenn du hier schon ein Interface hast? Er hat hier diesen Amazon-Tisch, glaube ich, oder diesen, also ich glaube bei Amazon oder bei Ikea habe ich den Tisch schon mal gesehen. Der sieht auf jeden Fall clean aus, muss man sagen. Dann hier die PS5, sorry Bruder. PC sieht auch ganz cool aus. Dann hat er hier oben noch so diese Poppets stehen. Ich verstehe auch nicht, warum hier zweimal solche Dinger sind, weil wann hat man zwei PCs? Hier, guck mal, aber auch das Kabel hier, das kann man doch easy fixen. Hier kurz da und da dran kleben, dann passt das schon. Auch mal eine coole Monitoranordnung, hier oben jetzt einen so hinzumachen. Also ich stelle mir das ein bisschen komisch vor, wenn du immer so nach oben gucken musst. Aber er hat halt auch nicht viel andere Möglichkeiten, weil er kann ja hier rüber keinen Monitor machen. Er muss halt immer ein bisschen schräg sitzen, aber ist eigentlich nicht bad. Der PC da unten kann man halt schlecht auf den Tisch stellen. Hier ist nicht viel Platz dafür. Noch ein Janis. Cool. Oh, er guckt hier Wednesday. Boah, was ist das für eine Tastatur? Die sieht krass aus. Ich kenne mich jetzt nicht so richtig krass mit Custom-Tastaturen aus. Aber ist es nicht besser, wenn du das Kabel nicht so gerollt machst, sondern dass es so, hier, dass du es einfach ein bisschen so liegen lässt, wie hier jetzt. Aber kann natürlich sein, dass das Kabel auch nicht so läuft.
lang ist. Ja, hier hat einen ganz kleinen Monitor, aber ist doch auch cool. Passt perfekt, um meine Shorts zu gucken. Und dann hier die Nanoleaf Hexagons. Ja, hier Kabelmanagement muss unbedingt gemacht werden. Und hier das Lego-Set würde ich tatsächlich hier rein in den PC stellen. Das würde, glaube ich, übelst cool aussehen. Guck mal, sie hat hier auch das Mini-Stream-Deck. Ja, der PC könnte man doch eigentlich auch schon hier draufstellen. Die würde ich vielleicht ein bisschen vielleicht zusammentun irgendwie. Also ich stelle mir das auf jeden Fall stressig vor, wenn ein anderer Monitor so 50 Meter weg ist und du dann die ganze Zeit deinen Kopf so ein bisschen bewegen musst. Ist bestimmt cooler, wenn du die einfach ein bisschen nebeneinander hast. Aber das Mauspad finde ich sehr cool. Also das ist krank. Erstmal hier das NZXT-Case. Als ob du hier zwei Setups hast. Krass. Also erstmal, dass man die ganzen Monitore, sich so ein krasses Setup aufzubauen, das ist safe. Ultra teuer, aber auch sieht doch übelst krank aus. Ja, ich glaube, das macht schon Spaß, darin mal eine Runde Formel 1 oder so zu spielen. Ja, und hier das Setup auch sehr basic. Sehr clean gehalten, würdig. Aber die Monitore ein bisschen so anschrägen, dass die beide ein bisschen mehr zu dir gerichtet sind, wenn das mit der Monitorhaltung geht. Es wäre natürlich noch spannend, wie deine Tastatur und so beleuchtet ist. Ja, der einfach hier zwei Laptops am Start, sorry. Ja, und hier ein bisschen aufräumen, ne? Ganz interessantes Setup hier. Er hat hier einen Radiosender. Radio 101,3. Müsst ihr mal einschalten. Sieht cool aus. Ich hätte sogar gerne noch gesehen, hier, was hinter dem Monitor ist, weil man sieht jetzt hier nur deinen Monitor von hinten. Aber sieht aus wie ein krankes Studio. Hier hat er sogar drei Mikrofone. Hier die Akustik-Schaumstoffpaneele, die dahin sind. Die will ich auf jeden Fall noch anbringen. Die werden bestimmt krass aussehen. Ja, das LED-Sign hier sieht cool aus. Guck mal, so einfach kann man sich das machen. Und dann hier noch dieses Open-Zeichen. Alles ganz cool. Ein Radio-Setup habe ich noch nie gesehen. Das Setup hier ist von Valentin. Boah, der 3DS. Habe ich den früher gegrindet? Das glaubt ihr gar nicht. Und er hat sogar das German Let's Playbook hier am Start. Laptop würde ich ein bisschen mehr zu dir richten. Dann siehst du ein bisschen mehr. Da musst du die ganze Zeit so. Du bist hier am Laptop und musst dann sofort hier wieder rüber. So, Monitor. Boah. Was hat Julian denn hier am Start? Hat er hier erstmal Augen an seinem PC. Ich habe noch nie so ein Case gesehen. Aber ich glaube, der PC ist krass. Hier guckt euch mal diese Wasserkühlung an. Boah, Alter. Das ist krank. Schade, dass man das nicht so gut sieht. Hier kann man gut durchgucken. Ja, Tisch ist nicht so meins. Ja, hier das Rode Mic. Der Arm ist sehr cool. Guck mal, ich habe hier nur diesen newer Billigarm, den du irgendwie für 10 Euro kriegst oder so. Aber der Arm ist natürlich schon beste. Also besser geht's nicht. Sieht cool aus. Aber wenn du hier alles Rainbow machst, dann würde ich die LED hier unten nicht grün einstellen. Hier links ist halt gar nichts so wirklich. Wie kann man das ändern? Irgendwie diese kleinen Hexagon-Dinger oder so dahin tun. Diese leuchteten. Ja, hier vielleicht das Mikrofon. Würde ich mir noch einen Mikrofonständer holen. Da gibt es ja, glaube ich, extra einen von Elgato. Mich würde es hier, glaube ich, echt stören, wenn ich jedes Mal hier so ein Mikrofon hätte. Sonst hier ja bei dieser LED kann man halt nichts machen, weil man kann die nicht hinterm Tisch kleben. Hier hat er noch seinen PC reingestellt. Sieht auch ganz cool aus. Den AMD-Lüfter kann man doch auch beleuchten. Also ich habe meiner ist auf jeden Fall mit Beleuchtung. Das hier ist Pepe Setup. Spaß, ne? Ja, der PC sieht krank aus. Vor allem hier mit den Lüftern noch hier drüber. Hier müsste ich vielleicht ein bisschen Kabelmanagement machen, aber das habe ich bei meinem PC auch nicht gut hinbekommen. Ja, und hier eine Monitorhalterung würde anders aussehen. Das würde, glaube ich, anders krass kommen. Ist cool. Ist cool.